Wir machen jetzt da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Vielleicht mal ganz kurz ein Flashback, um uns nochmal an die wichtigsten Aspekte zu erinnern. Wir haben festgestellt, dass man viele Phänomene mit kontextfreien Grammatiken im Prinzip behandeln kann. Also relevante Phänomene waren zum Beispiel die Argumentstruktur von Verben. Also dass wir zwischen transitiven, intransitiven, ditransitiven Verben unterscheiden. Die Überprüfung von Kongruenzmerkmalen, also zum Beispiel Kongruenz innerhalb von Nominalphrasen, das Artikel, Adjektiv, Substantiv in Kasus, Numerus und Genus im Deutschen übereinstimmen müssen. Und andere Phänomene lassen sich in kontextfreien Grammatiken nur dadurch behandeln, dass Variablen subkategorisiert werden, dass wir eben nicht nur eine Variable für Nominalphrasen haben. Also Variablen in der kontextfreien Grammatik beschreiben ja bei der Anwendung auch natürlich sprachliche Syntax, die syntaktische Kategorie von einer Konstituente. Es genügt also nicht, eine Variable Nominalphrase zu haben, sondern wir mussten Variablen einführen, die nach den ganzen morphologischen Merkmalen unterschieden sind oder relevanten Merkmalen unterschieden werden. Und zwar müssen wir für jede mögliche Merkmalskombination eine eigene Variable einführen. Also hier zum Beispiel die Nominalphrase Dativ Singular, Maskulin, dritte Person. Vor den Nominalphrasen stehen ja immer der dritten Person. Das Problem daran ist, dass in der kontextfreien Grammatik Variablen intransparente Symbole sind. Das ist einfach ein Symbol, das keine Struktur oder Bedeutung hat. Deswegen können wir keine Verallgemeinerung machen. Wir müssen für jede dieser subkategorisierten Variablen eigene Regeln einführen. Und das führt dazu, dass wir Regeln dann sehr stark verdoppeln mussten. Und dadurch sind schließlich Grammatiken entstanden, die extrem unübersichtlich sind, die auch ineffizient werden, weil sie so viele redundante Regeln enthalten und die insbesondere sehr schwer zu pflegen und weiterzuentwickeln sind. Also die Gefahr ist sehr groß, dass sich Fehler einschleichen oder dass einfach nicht mehr zu überblicken ist, welche Zusammenhänge da entstehen, wie sich Regeln aufeinander auswirken. Der Lösungsansatz, den wir gefunden hatten, war eigentlich ganz naheliegend, dass wir diese atomaren, intransparenten Symbole durch Bündel einzelne Merkmale ersetzen, die man traditionellerweise in diesen als so eine Art Klammerstruktur schreibt, was den Vorteil hat, dass wir nun auf jedes einzelne Merkmal individuell zugreifen können und zum Beispiel Kongruenzbedingungen in der Grammatik nicht mehr darüber indirekt formulieren müssen, dass wir alle möglichen Kombinationen von einem Artikel und einem Substantiv auflisten, also für jede Merkmalskombination Nominativ Singular Maskulin, Genitiv Singular Maskulin, Dativ Singular Maskulin und so weiter. Also alle 24 Kombinationen hier durchspielen müssen und dann einfach immer die beiden passenden Variablen auflisten. Stattdessen können wir jetzt direkt Bedingungen an diese Merkmale formulieren, meistens in Form von Äquivalenzen, dass wir eben sagen, Numerus des Substantivs muss identisch sein zum Numerus des Artikels, Genus des Substantivs, Kasus des Substantivs muss identisch sein zum Kasus des Artikels und so weiter. Wir haben das dann über mit so einer Pfadnotation wirklich als Gleichheiten auch formulieren können. Zunächst konnte man das mal einfach so umsetzen, dass man praktisch die Regeln nimmt, der kontextfreien Grammatik, der subkategorisierten Grammatik, die Variablen durch Merkmalsbündel ersetzt und dann viele Regeln zusammenfassen kann, indem man solche Gleichheiten beschreibt. Das Problem dabei ist, dass die Merkmalsbündel, die wir auf rechten Seiten von Produktionen finden, oft nicht mit den Merkmalsbündeln übereinstimmen, die wir auf linken Seiten von Produktionen finden. Zum Beispiel haben wir ja typischerweise eine Regel, transitive Verbphrase besteht aus Verb und einer Objektnominalphrase, bei der als Einschränkung gestellt werden muss, dass die Nominalphrase im Akkusativ steht. Das ist vor allem das Deutsche relevant, aber im Englischen haben wir es ja auch, wenn wir schon Nomina verwenden, dass wir eben sagen, I saw her und nicht I saw she. She wäre das Pronomen im Nominativ, her ist das Pronomen im Akkusativ. Das heißt, da kriegen wir ein Merkmalsbündel, in dieser Regel kriegen wir ein Merkmalsbündel, das ungefähr so aussieht. Wenn wir jetzt eine Regel haben für den inneren Aufbau der Nominalphrase, bei der die Variable NP auf der linken Seite steht, da ist die NP natürlich nach allen Kongruenzmerkmalen
subkategorisiert, also nicht nur nach Kasus, sondern auch, als, auch nach Numerus im deutschen Geschlecht und nach der Person. Da kriegen wir also dann Merkmalsbündel, die zum Beispiel so aussehen. Und wenn wir jetzt wie bei einer kontextfreien Grammatik einfach sagen, okay, wenn ich, man könnte das Ganze jetzt auch wieder in der kontextfreien Grammatik als eine Ableitungskette formulieren. Wir fangen also an mit dem Satzknoten, mit S, mit dem Startsymbol und nehmen dann einfach eine Regel, die S auf der linken Seite hat, ersetzen S durch NP, VP, ersetzen NP durch was, ersetzen VP durch V und NP, aber eben nicht V und NP, sondern durch dieses Merkmalsbündel. Und wenn ich jetzt auf die diese NP, die ich jetzt eingeführt habe, wieder eine Produktion anwenden will, dann bedeutet es ja bei der kontextfreien Grammatik, dass auf der linken Seite der Produktion genau dieses Symbol stehen muss. Aber da steht eben nicht dieses Merkmalsbündel, sondern würde zum Beispiel so ein Merkmalsbündel stehen oder eben ein Merkmalsbündel, das auch an Numerus und Person bestimmte Einschränkungen stellt. Deswegen können wir nicht mehr davon ausgehen, dass wir hier identische Merkmalsbündel kriegen. Wir mussten also statt mit Identität zu arbeiten, um Produktion anzuwenden, Merkmalsbündel in anderer Weise vergleichen. Und was sich da als relevant ergeben hat, ist die Verträglichkeit oder Konsistenz von Merkmalsbündeln. Das heißt, um eine Regel anwenden zu können, eine Produktion anwenden zu können, kommt es nicht darauf an, dass auf der linken Seite genau dasselbe Merkmalsbündel steht wie hier oben, sondern es muss nur ein konsistentes Merkmalsbündel stehen, das kompatibel ist mit dem anderen. Kompatibel bedeutet, dass sie keine widersprüchliche Information enthalten dürfen. Es kann aber sein, dass das eine oder andere Merkmalsbündel mehr oder weniger Information enthält. Also hier haben wir ja gerade den Fall, die Information, die in beiden zu finden ist, Kategorie Nominalphrase, Kasus Akkusativ, die ist kompatibel, die widerspricht sich nicht. Deswegen sind diese beiden Merkmalsbündel konsistent. Dieses Merkmalsbündel hat zusätzliche Informationen, nämlich über Numerus und Person. Das ist aber kein Problem. Die zusätzliche Information kann ja einfach aufgesammelt werden. Dieses Merkmalsbündel dürfte im Prinzip auch zusätzliche Informationen enthalten. Es wäre also auch völlig okay, wenn hier die Kasusinformation fehlen würde. Die könnte dann einfach aus dem anderen Merkmalsbündel mit eingebracht werden. Solange die beiden keine widersprüchliche Information haben, sind die kompatibel miteinander und dann ist auch die entsprechende Produktion anwendbar. Zwei zentrale Begriffe, die sich daraus entwickelt haben, also diese Konsistenz von Merkmalsbündeln war die Basis dafür, dass wir die zusammenführen können. Zwei zentrale Begriffe oder mathematische Begriffe im Zusammenhang mit dem Merkmalsbündel ist einmal die Subsumption. A subsumiert B, wenn B eine Spezialisierung von A ist, wenn alle Informationen von A auch in B enthalten ist und B möglicherweise zusätzliche Informationen enthält. Was haben wir hier in dem Beispiel? Dieses Merkmalsbündel subsumiert dieses Merkmalsbündel. Nominalphrase, Kasus Akkusativ ist auch hier enthalten. B, das wäre also A, das hier ist B, enthält zusätzliche Informationen. Man kann sich das also vorstellen wie eine Teilmengenbeziehung, wobei die Elemente der Menge die Merkmalseinträge in den Bündel sind. Wird durch dieses, also auch ähnlich wie eine Teilmenge, wie Teilmengensymbol geschrieben, allerdings nur eckig, weil es sich eben um Merkmale handelt. So. Und noch wichtiger ist die Operation der Unifikation. Das ist genau dieses Zusammenführen von Informationen. Wenn ich also zwei konsistente Merkmalsbündel A und B habe, dann kann sowohl A als auch B zusätzliche Informationen enthalten, die dann mit der Unifikation zusammengeführt wird. Ist das Symbolum korrekt bei A, Symbol B? Genau. Muss getauscht werden. Also, nee, das, was subsumiert, ist das Allgemeinere. Also A ist allgemeiner, weil es weniger Einschränkungen stellt an die Nominalphrase. Das war auf der ersten Version der Folien letzte Woche falsch. Da hatte ich mich dann der Stelle vertippt. Ich hatte dann gleich nach der Vorlesung auch meine Version hochgeladen, weil es korrigiert war. Genau, also das ist, also denken Sie, am einfachsten ist sich zu merken, wenn man sagt, das ist Teilmenge bezogen auf die Merkmale, die aufgeführt sind.
Das bedeutet auch, wenn ich zwei Merkmalsstrukturen, Merkmalsbündel A und B, unifiziere, bei der A B subsumiert, das heißt A, B enthält mehr Informationen als A, dann ist die Unifikation von beidem gleich zu B. Denn alles, was in A steht, steht ja auch schon in B drin und es wird nichts mehr zu der Information von B hinzugefügt. Hier ist nochmal ein Beispiel, wie man das dann, also das war jetzt mal motiviert aus sowas, was aus der Argumentstruktur entstand. Die Unifikation und diese Konzepte sind auch sehr nützlich für die Überprüfung von Kongruenz. Das hatte ich letzte Woche auch schon gezeigt, am Beispiel der Nominalphrase die Blume im Deutschen. Da hatten wir die lexikalischen Einträge für den Artikel. Es gibt ja vier lexikalische Einträge, nämlich es kann entweder feminin Singular, Nominativ oder Akkusativ sein oder beliebiger Genus, Plural, auch Nominativ oder Akkusativ. Die geschweiften Klammern hier, das war nur eine Abkürzung, um nicht, weil ich keinen Platz für alle vier Strukturen hatte. Das können wir also mit diesen Merkmalsbündeln nicht vereinfachen, solche Ambiguitäten. Was wir aber gut damit behandeln können, ist die Unterspezifikation, dass beim Pluralartikel der Genus überhaupt nicht, das Geschlecht überhaupt nicht festgelegt ist und deswegen hier einfach Gender-Eintrag komplett fehlt. So, für Blume haben wir diesen Eintrag. Das Problem ist, wir können jetzt nicht einfach für diese Kongruenzprüfung können wir nicht einfach die gesamten Merkmalsbündel unifizieren oder deren Konsistenz fordern, denn natürlich sind die nicht konsistent. Ich habe hier Kategorie Artikel, die Termine, hier Kategorie Substantiv, die können also nicht zusammenpassen. Worum es geht, ist natürlich nicht die Konsistenz der gesamten Bündel, sondern nur der Teilinformation, die sich auf Kongruenzmerkmale bezieht, die hier also schon visuell in diese Gruppe Agger for Agreement zusammengefasst war. Das heißt, was wir hier unifizieren wollen, sind eigentlich solche Teilbündel von Merkmalen. Das legt schon nahe, dass wir vielleicht hier einen Schritt über die reinen Merkmalsbündel hinausgehen wollen. Es wäre ja gut, wenn wir irgendwie diese Teilbündel als eigene Merkmalsbündel identifizieren können. Also nicht nur sagen, das ist eine besondere Notation für ein Merkmalsbündel mit vier Merkmalen, sondern dass dieses Merkmalsbündel tatsächlich wieder ein kleineres Merkmalsbündel mit den drei Merkmalen Case, Gender und Number enthält. Und es sind diese Teilbündel, die ich hier blau markiert habe, die wir eigentlich miteinander vergleichen und unifizieren wollen. So. Und das müssen wir natürlich, da wir ja Blume ist jetzt sozusagen nicht am Weg, ist eindeutig in dem Sinn, dass es nur unterspezifiziert ist. Beim Artikel D haben wir noch die Ambiguität zwischen vier Merkmalsbündeln, die zum Teil selbst wieder unterspezifiziert sind. Das heißt, wenn wir jetzt wenn der Parser jetzt aus D und Blume eine Nominalphrase bilden soll, dann müssen diese Merkmalsbündel, müssen alle vier Möglichkeiten hier mit dem Merkmalsbündel hier verglichen werden. Und wenn wir erstmal die Pluralfälle überprüfen, Blume ist eindeutig Singular, also haben wir hier eine Inkonsistenz, nämlich das Merkmal Plural und Singular hier sind nicht miteinander vereinbar. Also können wir diese Analysen ausschließen. Hingegen hier zwischen der Singular-Lesart von D und zwischen Blume, zwischen den Kongruenzmerkmalen, die sind miteinander konsistent. Die gemeinsamen Merkmale sind Gender und Number, beides weiblich bzw. singular. Die sind nicht, sind aber nicht identisch, weil wir hier noch zusätzlich Kasusinformationen kriegen. Erinnern Sie sich kurz an den Begriff der Subsumption. Dieses Bündel subsumiert dieses Bündel. Das ist nämlich allgemeiner. Das beschreibt einen allgemeinen Fall mit weniger Merkmalen. Das enthält alle Merkmale des kleineren Bündels und zusätzlich diese weiteren Merkmalkasus. Hier ist es auch so, dass, da ich hier keine Einschränkung Kasus habe, tatsächlich beide Lesarten immer noch zutreffen. Also eigentlich bekommen wir hier zwei Analysen, eine für Nominativ und eine für Akkusativ. Und wenn wir dann auf diesem Bündel die Unifikation ausführen und dieses Ergebnis schließlich in die Nominalphrasenanalyse reinschreiben, erhalten wir das Merkmalsbündel, das eigentlich die Information zusammenfasst, da wir hier
wie gerade schon gesagt, da wir hier diesen Fall vorliegen hatten, dass A B subsumiert, ist das Ergebnis der Unifikation das größere Merkmalsbündel B, also das, was wir beim Artikel hatten. So, und was wir jetzt machen wollen, ist diese Idee weiterentwickeln, dass Merkmalsbündel nicht nur einfach Listen von Merkmalen sind, sondern tatsächlich Strukturen, die als Teil von sich selbst wieder kleinere Merkmalsbündel enthalten können und dann auch diesen Prozess, diese Abprüfung der Kongruenzmerkmale formal beschreiben zu können. Wir wollen das aber nochmal aus einem anderen Fall motivieren. Ich hatte vorhin gesagt, wir haben hier schon über das Problem der Argumentstruktur geredet. Die Argumentstruktur ist immer noch ein Problem. Wir haben das letzte Woche ja im Prinzip nach wie vor durch eine Subkategorisierung gelöst, dass wir also bei Verben zwischen transitiven, intransitiven, die transitiven, solchen mit satzförmigen Komplement, also eine Complementizer Phrase und so unterscheiden und dann für jeden Typ von Verb, für jede Klasse von Verben eine eigene Regel haben, die die passenden Argumente auflistet. Also beim intransitiven Verb besteht die Verbphrase nur aus dem Verb, bei einem transitiven aus dem Verb plus eine Objektnominalphrase und so weiter. Ich habe es hier der Kürze wegen als eine Subkategorisierung hingeschrieben. Wir machen hier natürlich arbeiten hier natürlich mit Merkmalsbündeln. Also was hier als V-Trans dasteht, sollten Sie sich wohl denken als Kategorie Verb und ein Subkat-Merkmal, das diesen Wert Trans hat. Damit habe ich schon die Verallgemeinerung, dass das nicht mehr beliebige verschiedene Symbole sind, beliebige verschiedene Kategorien, sondern es klar ist, dass es sich immer um ein Verb handelt und es nur bezüglich dieses Subkat-Merkmals unterscheidet. Aber was wir immer noch haben, ist, dass das Subkat-Merkmal selbst, da steht dann Intrans, Trans, Comp und so weiter, das ist immer noch ein atomares, intransparentes Symbol. Also es wird letztlich nur durch diese Regel festgelegt, was eigentlich transitiv oder intransitiv hier bedeutet und es sind keine Verallgemeinerungen. Hier ist ein Beispiel, warum man vielleicht so eine Verallgemeinung gerne machen würde. Im Deutschen gibt es nämlich eine kleine Menge von transitiven Verben, die nicht ein Akkusativ, sondern ein Dativkomplement nehmen. Beispiele sind jemandem helfen oder wenn etwas jemandem gelingt. Es gibt eine reißende, relativ kleine Liste von Verben, aber doch so viel, dass man da eine Verallgemeinung machen möchte. Wir brauchen dafür eine ganz eigene Kategorie, wobei sich doch viele Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Fällen zeigen, dass ich eben in beiden Fällen eine Objektnominalphrase habe und nur dieser Kasusunterschied. Also das legt vielleicht nahe, dass ich doch das noch besser verallgemeinern könnte oder systematisch erfassen könnte. Wenn wir hier mal die detransitiven Fälle weglassen, dann ist die Gemeinsamkeit von denen doch, dass die Regel auf der rechten Seite hier eigentlich immer sagt, eine Verbphrase besteht aus Verb und einem Komplement. Das ist irgendwie eine phrasale Kategorie, Akkusativ-Nominalphrase, Dativ-Nominalphrase, Complementizer-Phrase, aber eben irgendeine Kategorie. Also können wir das doch vielleicht eleganter so machen, dass wir sagen, die Regel ist immer dieselbe, nämlich Verbphrase besteht aus Verb, gefolgt von X, wobei X jetzt irgendein Merkmalsbündel beschreibt, bei dem wir eben noch nicht mal die Kategorie festlegen und dann in dem Subkat-Merkmal des Verbs nicht so ein Symbol angeben, sondern genau das Merkmalsbündel beschreiben, das wir erwarten. Also die Kategorie festlegen würden, ob es eine Nominalphrase oder CP, die Complementizer Phrase ist, aber dann natürlich auch noch beliebige andere Merkmale festlegen können, dass es Akkusativ oder Dativ ist. Wenn es Verben geben sollte, die nur eine Pluralnominalphrase nehmen, könnten wir das hier auch beschreiben und wären nicht mehr darauf angewiesen, eben alle Kategorien vorab festzulegen. Wir können auch Einschränkungen an den Inhalt so eine Complementizer Phrase damit stellen, da wir ja hier beliebig wie dann, also das X müsste hier ein gesamtes Merkmalsbündel sein, damit wir beliebig viele Bedingungen an das Komplement stellen können. Also das wäre sehr elegant und sehr allgemein, aber das bedeutet,
Bisher waren ja alle Merkmalswerte atomare Werte, Symbole einfach. Also sowas wie Singular oder Plural oder Akkusativ oder Nominativ. Für so eine Grammatik bräuchten wir aber einen Merkmalswert, der selbst wieder ein ganzes Merkmalsbündel ist. Also, habe ich alles schon gesagt. Und zwar ist es dann auch so, wenn wir jetzt die Kongruenzinformation als ein eigenes Teilbündel kapseln wollen, was sie ja zum Beispiel vorher nahegelegt hat, dann ist es sogar so, dass das Merkmalsbündel, was ich als Wert von diesem Submerkmal haben möchte, selbst wieder ein Teilbündel erhält. Ich habe also dann hier Subcat. Das ist das Merkmalsbündel mit der Kategorie, aber in der Kongruenzinformation unter Agreement hat es nochmal ein Teilbündel. Also es genügt nicht, jetzt eine Verschachtelung zu haben, sondern ich muss eigentlich beliebig tiefe Verschachtelungen dann auch zulassen. Und diese Erweiterung von Merkmalsbündeln, bei denen die Werte von Merkmalen nicht nur Symbole sein können, sondern beliebig komplexe Strukturen wie das selbst, das wird als Merkmalsstrukturen bezeichnet. Merkmalsbündel ist eigentlich gar kein Begriff, das habe ich nur erfunden, um den Übergang, einen einfachen Übergang von den kontextfreien Grammatiken zu den Merkmalsgrammatiken zu machen. Man arbeitet eigentlich immer mit solchen beliebig tief verschachtelten, strukturierten Merkmalsbündeln. Auf Englisch werden diese Merkmalsstrukturen als Feature Structures bezeichnet, deswegen werde ich die hier jetzt auch mit FS immer abkürzen. Das ist ein sehr gängiger Begriff. Also hier wird, das ist genauso, würde zum Beispiel jetzt der Eintrag für ein transitives Verb mit Akkusativobjekt aussehen. Hier habe ich die Kongruenzinformation des Verbs selbst, das dritte Person Singular. Und hier unter Subcat habe ich eine Art Prototypen, ein Schema, eine Schablone für das erwartete Objekt mit Kategorie NP und dann in dem Unterbündel unter Agreement den entsprechenden Kongruenzmerkmalen, wo wir normalerweise nur einen Kasus eine Einschränkung stellen. Jetzt müssen wir, also ist es klar, eigentlich ist es ein relativ einfacher Schritt jetzt gewesen, von diesen flachen Merkmalsbündeln zu Strukturen zu gehen. Etwas schwieriger ist jetzt die Operationen, die Begriffe und Operationen, die wir definiert haben, also Konsistenz, Subsumption, Unifikation auf diese verschachtelten Strukturen zu übertragen. Und das lässt sich einfach nur sinnvoll eigentlich nur so machen, dass man diese Operation, also wir werden uns jetzt ganz auf die Unifikationsoperation konzentrieren. Die Konsistenz ist ja sozusagen eine Folge davon und eine Voraussetzung dafür. Und Subsumption lässt sich eigentlich auch im analog dazu immer ableiten. Also im Wesentlichen geht es jetzt darum, die Unifikationsoperation zu definieren. Das lässt sich sinnvoll eigentlich nur rekursiv machen. In dem Sinn, dass wir die beiden Merkmalsstrukturen parallel durchlaufen und dann für gemeinsame Merkmale, also sozusagen wenn ein Merkmal nur in einer vorkommt, wird es von dieser übernommen. Wenn ein Merkmal in beiden vorkommt, dann muss ich die Werte miteinander vergleichen. Bisher war die Regel, die Merkmalsstrukturen sind nur konsistent und damit unifizierbar, wenn sie den gleichen Wert haben. Das ist die erste Regel. Also ein einfacher Merkmalswert, das sind die atomaren Symbole als Merkmalswert, die müssen exakt übereinstimmen und dann gibt es auch keinen, dann ist ja klar, dass dieser Wert einzutragen ist. Wenn ich hingegen komplexe Werte habe, also ganze Strukturen, dann will ich natürlich wieder keine exakte Übereinstimmung fordern, sondern nur, dass die beiden Merkmalswerte konsistent sind. Also wird rekursiv geprüft, dass die Konsistenz sind und auch rekursiv eine Unifikation der Werte durchgeführt. Wir sehen das gleich am Beispiel, dann wird das Ganze viel klarer. Eine dritte Regel muss noch eingeführt werden. Was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel in der einen Struktur als Subcat so ein ganzes Merkmalsbündel vorgesehen habe? Und in einer anderen Struktur einfach nur intransitiv, also ein atomarer Wert, ein einfacher Wert steht. Das könnte ja eine Art sein, wie man jetzt intransitive Verben kennzeichnen würde, dass ich eben hier als Objekt gar keine Struktur erwarte. Und da ist festgelegt, dass eine Struktur
und ein einfacher Werden nie miteinander unifizierbar sind. Und das führt dazu, dass ich eben diese auch sich widersprechenden Merkmalsstrukturen nicht miteinander unifizieren kann, beziehungsweise sehen würde, dass die eben nicht konsistent sind. Da wird noch eine Ausnahme gemacht, eine leere Merkmalsstruktur wird so behandelt, als wäre das Merkmal gar nicht da. Also die ist immer unifizierbar. Da würde ich dann einfach dann, also die leere Merkmalsstruktur kann auch für so einen einfachen Wert stehen. Brauchen Sie sich aber eigentlich jetzt nicht unbedingt merken, das ist, wenn Sie sowas mal selbst implementieren würden, dann müssen Sie natürlich diese Randbedingungen auch kennen. So. Und wie wir schon vorher gesehen haben, oft werden wir mit diesem Algorithmus nicht komplette Merkmalstrukturen unifizieren wollen, sondern Teilstrukturen, also zum Beispiel Kongruenzmerkmale von Artikel, Adjektiv und Substantiv. Die Implementierung von so einem rekursiven Unifikationsalgorithmus funktioniert am besten, wenn man die Merkmalstruktur aus einem Graph darstellt, also aus Knoten und Kanten bestehend. Und das werden wir jetzt als erstes mal einführen. Meiner Ansicht nach ist die auch am besten nachzuvollziehen auf Basis des Graphen. Es gibt so ein paar Randphänomene oder Situationen, wo das Ganze nicht mehr so intuitiv ist, wenn man es als Merkmalstruktur in dieser eckigen Klammern darstellt. Aber mit der Graphendarstellung ist es eigentlich immer ganz einfach, wie die Unifikation erfolgt und auch eine Konsistenz ist sehr einfach zu überprüfen. So. Es gibt insgesamt drei Arten, wie man Merkmalstrukturen darstellen kann, je nachdem, welche Implementierung Sie verwenden. Also gerade wenn Sie es jetzt im Texteditor eine Merkmalstruktur schreiben wollen, ist diese Matrix-Darstellung, diese Klammer-Darstellung nicht unbedingt die übersichtlichste und einfachste Art, damit umzugehen. Bisher kennen Sie ja nur diese Darstellung, die wird präziser als Attribut-Wert-Matrix oder auf Englisch Attribute-Value-Matrix bezeichnet, daher auch die Abkürzung AVM. Also auch im Deutschen werde ich jetzt die Abkürzung AVM, die gängige Abkürzung dafür nehmen. Das ist eine Art, eine Merkmalstruktur darzustellen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, sehr gut geeignet, um es in den Programmtext zu schreiben, ist die Pfadnotation. Also bei der Pfad, Sie erinnern sich an die Pfadnotation. Ein Pfad geht immer von der Wurzel der Merkmalstruktur, also sozusagen von der äußeren Klammer aus, gibt dann jeweils ein Merkmal an in spitzen Klammern und nach dem Gleichheits-, also das ist eigentlich der Pfad und in der Pfadnotation wird die Merkmalstruktur durch Wertgleichheiten oder durch solche Gleichungen wiedergegeben, die jedem vorkommenden Merkmal den Merkmalswert zuweisen. Und zwar hier aber nur für einfache Werte, also atomare Merkmale. Also zum Beispiel Kategorie, Cat-Feature hat den Wert V. Wenn ein Pfad aus mehreren Bestandteilen besteht, dann impliziert das, dass sich das erste hier, das Agreement-Merkmal, als Wert einen komplexen Wert hat, also selbst wieder eine Merkmalstruktur, die Merkmale Number und Person enthält. Ich brauche den Pfad für das Agreement-Merkmal selbst. Der braucht überhaupt nicht angegeben zu werden, denn das ist implizit dadurch, dass längere Pfade entstehen. Es werden also in dieser Pfadnotation immer nur Pfade zu den einfachen Merken, bis zu den einfachen Merkmalswerten hin angegeben. So, also damit habe ich dritte Numerus Singular, dritte Person. Dann habe ich unter Subcat Kategorie NP und Agreement Case Akkusativ. Und Sie sehen auch hier wieder wird durch den Pfad ein Merkmal Agreement mit einem komplexen Wert. Es muss einen komplexen Wert haben, weil darin nochmal ein weiteres Merkmal Case enthalten ist. Also selbst dann, wenn der Wert nicht wie hier mehrere Merkmale enthält, sondern eigentlich nur eins, ist es trotzdem wieder eine Merkmalstruktur als Wert, da ich einfach hier ein weiteres Pfadelement habe. Das heißt, in der Pfadnotation haben wir immer genauso viele Einträge, wie atomare Werte vorkommen, Merkmale mit atomaren Werten vorkommen und die Struktur ist implizit in den Pfaden enthalten. So, die kannten wir ja jetzt eigentlich schon, obwohl wir es bisher eher verwendet hatten, um Gleichungen anzugeben in Regeln, in Grammatikregeln. So, das, was jetzt neu hinzukommt, ist eine Graphendarstellung,
die Idee ist ja ganz einfach. Ein Graph, also wir wissen sicher so viel über Graphentheorie, dass ein Graph aus Knoten und Kanten besteht. Die Knoten entsprechen der gesamten Merkmalstruktur bzw. jeder Teilstruktur. Also genauer gesagt, die Knoten dieses Graphen sind die Teilstrukturen der Merkmalstruktur sowie die einfachen Merkmalswerte. Die Wurzel des Graphen wäre damit die Struktur, die gesamte Struktur, das entspricht also sozusagen der äußersten Klammer. Also ein präzisiertes Klammerpaar in dieser Attribut-Wert-Matrix entspricht einem Knoten im Graphen. Die haben selbst keine Namen, denn diese Attribut-Wert-Matrix, die hat ja auch nicht irgendeinen Namen, also trägt keine Bezeichnung, sondern besteht nur aus ihren Merkmalen. So, und für jedes Merkmal wird jetzt eine Kante eingeführt. Wir haben also innerhalb dieser großen Struktur drei untergeordnete Knoten. Einmal oder drei Kanten, einmal für das Merkmal Cat, Kategorie. Die führt zu dem Wert des Merkmals. Das ist hier ein einfacher Wert, ein atomarer Wert. Also habe ich hier einen Knoten, der mit diesem atomaren Wert bezeichnet ist. Üblicherweise wird so geschrieben. Also einen unbezeichneten Knoten im Graphen bezeichnet eine Merkmalstruktur oder Teilstruktur. Und für einen atomaren Wert schreiben wir statt des Knotens einfach den Wert. Dann habe ich ein Merkmal Agger, über Agreement. Dessen Wert ist wieder eine Merkmalstruktur, also führe ich hier einen neuen Knoten in den Graph ein. Und ich habe ein Merkmal Subcat, Subkategorisierung. Auch hier muss ich als Wert wieder einen Knoten einführen, der von der Merkmalstruktur steht. Diese Kanten, Sie sehen, die Kanten sind gerichtet. Die gehen immer von der größeren zur kleineren Struktur, da die größere ja die kleinere als unter diesem Merkmal enthält. Und die Namen der Merkmale sind jeweils als Beschriftung, als Label an die Kanten geschrieben. So und so kann man weitermachen. Zum Beispiel das Agreement enthält hier wieder zwei Merkmale, Number und Person, die zu einfachen Werten führen, also Singular und Dritte und entsprechend hier unten weiter. Und insgesamt bekommen wir dann diese Graphenstruktur. Sie sehen, das ist der Teil, den wir gerade schon zusammen gemalt haben. Das wäre der Rest, den wir malen müssen. Auch hier sieht man wieder an diesem Zwischenknoten das Case, dass der Wert von Agreement nicht ein Merkmal ist, sondern wieder eine Merkmalstruktur, die das eine Merkmal Case enthält. Wir werden jetzt für die Unifikation immer mit dieser Graphendarstellung arbeiten, weil es da eben sehr klar nachzuvollziehen ist, wie das rekursiv abläuft. Und das probieren wir mal aus. Und zwar jetzt gerade in so einem Subkategorisierungsbeispiel. Also das ist jetzt wirklich in dem Kontext, dass wir eine allgemeine Verbphrasenregel haben. Verbphrase besteht aus Verb und irgendeiner Merkmalstruktur X. Und meistens stelle ich mir hier so einen Bottom-up-Parser vor, der also versucht, aus Konstituenten größere Konstituenten zusammenzubauen. Ich würde also versuchen, hier aus der rechten Seite Folge von einem Verb und irgendeiner Konstituente X eine Verbphrase zusammenzubauen. Und eine der Constraints, die an diese Regel gestellt werden, ist eben, dass dieses X genau dem entspricht, was in dem Subcat-Feature steht. Beziehungsweise, hier ein bisschen ungeschickt, vielleicht dargestellt, also das X ist hier die Nominalphrase, also hier Pfad MB würde in dieser kurzen Notation wählt das erste Element V einfach die gesamte Merkmalstruktur aus, die an der Stelle steht, und hier NP würde dann diese gesamte Merkmalstruktur auswählen. Das ist vielleicht ein bisschen ungeschickt hier dargestellt. So, das heißt, diese Gleichheit, und Sie erinnern sich, das hatte ich letzte Woche schon angedeutet, die Gleichungen in so einer Merkmalsgrammatik sind nicht als Gleichung im Sinne der Identität zu verstehen oder vollständige Gleichheit, sondern als die Forderung, dass die beiden Merkmalstrukturen konsistent sein müssen, was durch Unifikation überprüft wird, beziehungsweise als die Anweisung, die Unifikation durchzuführen. Die meisten Implementierungen von Merkmalsgrammatiken interpretieren das hier nicht als, oder
überprüfen hier nicht nur die Vereinbarkeit, die Konsistenz, sondern führen tatsächlich die Unifikation durch. Zu unifizieren ist also der Wert des Subcat-Features von V, also diese Merkmalsstruktur, mit der kompletten Merkmalsstruktur des Komplements. So. Um die Unifikation durchzuführen, müssen wir erstmal beide Teilstrukturen in Graphen übertragen oder vielleicht besser noch die gesamten Strukturen in Graphennotation übertragen. Das ist eine schöne Hausaufgabe. Ich gehe mal davon aus, dass das Ihnen allen klar ist, dass das Ergebnis dann so aussieht. Klar? Gut. Was jetzt zu unifizieren ist, der Vorteil einfach in der Graphennotation ist, dass wir wissen, jeder dieser inneren Knoten des Graphen repräsentiert eigentlich eine Teilstruktur der gesamten Merkmalstruktur, also selbst wieder eine komplexe Merkmalstruktur. Das heißt, ich kann die hier eingerahmte Merkmalstruktur über einen dieser Knoten sozusagen ansprechen, nämlich über diesen Knoten. Also dieser Knoten steht für diese Merkmalstruktur, beziehungsweise der Knoten mit allen davon abgehenden Kanten, also allem, was dann noch dranhängt, das ist diese Struktur. Was wir zu unifizieren haben, ist also dieser Teilgraph und dieser Teilgraph. So, und der Algorithmus geht jetzt aus, den spiele ich jetzt mal kurz in den ersten Schritten wieder durch. Der rekursive Algorithmus ist jetzt ganz einfach. Unifizieren in einem Graphen bedeutet unifizieren eigentlich zusammenkleben. Das heißt, wenn ich diese Struktur und diese Struktur unifiziere, werden dieser Knoten und dieser Knoten sozusagen miteinander verklebt, werden identifiziert zum selben Knoten. Also Unifikation wird hier wirklich nicht nur als ein Zusammenführen von Informationen, dass wir es als Zusammenwerfen betrachtet, sondern ein Zusammenbauen dieser Graphstrukturen. Also ich suche mir immer den Wurzelknoten der jeweiligen Merkmalstrukturen. Der Wurzelknoten von hier ist der. Der Wurzelknoten, hier habe ich ja die gesamte Struktur, also ist das der Wurzelknoten. Und dann füge ich einfach die beiden Wurzelknoten zusammen. Damit kriege ich einen neuen Wurzelknoten. Das ist das Zusammenkleben von den beiden. Und in einem Graphen dürfen Sie natürlich nicht mehrere Kanten von einem Knoten aus haben, die das gleiche Label tragen. Also muss ich jetzt schauen, wie ich diese Kanten zusammenführen kann. Da habe ich zum Beispiel rechts das Animate, also dass es belebt ist, eine belebte Nominalphrase. Das ist unproblematisch, das kommt dem anderen nicht vor. Also kann ich diese Kante einfach mit ihrem Wert einfüllen. Das kommt aus der rechten Struktur. Jetzt habe ich eine Kante mit dem Label Cat, also dieses Cat-Label. Die kommt in beiden vor. Also kann ich die Kante mal übernehmen und muss jetzt rekursiv, und jetzt kommt der rekursive Algorithmus. Wenn ich eine gemeinsame Kante habe, also ein Feature, das in beiden, ein Merkmal, das in beiden Strukturen vorkommt, dann werden rekursiv die Werte gleichgesetzt. Also dieser Wert oder sozusagen der Zielknoten, dieser Zielknoten und dieser Zielknoten werden zusammengeklebt. Das ist Regel 1 von vorhin. Wenn die Zielknoten atomare Werte sind, einfache Merkmalswerte, dann müssen die identisch sein. Also weil hier NP steht und hier NP steht, kann ich die tatsächlich miteinander identifizieren und habe dann hier wieder den Knoten NP. So. Und schließlich habe ich auch bei beiden ein Merkmal Other, Agreement, führe also wieder die Kante ein und mache jetzt die rekursive Unifikation. Das heißt, dieser Knoten und dieser Knoten müssen miteinander identifiziert werden. Also sozusagen, man klebt die beiden Kanten zusammen und damit werden auch automatisch die beiden Zielknoten zusammengeklebt. Und das ist jetzt der echte rekursive Algorithmus. Der Zielknoten hier links entspricht dieser Merkmalstruktur, der Zielknoten hier rechts entspricht dieser Merkmalstruktur. Also wird jetzt rekursiv eine Unifikation von der Struktur und der Struktur ausgeführt. Habe ich den Knoten zusammengeklebt und das funktioniert jetzt, das ist aus denen zusammen. Da gibt es keine gemeinsamen Merkmale mehr, also werden jetzt nur noch die drei Merkmale aus den beiden Strukturen miteinander zusammengeworfen. Und damit haben wir es eigentlich schon komplett durchgeführt, bekommen wir als Ergebnis diese Struktur. So, Sie sehen, was jetzt passiert ist,
Und das ist was Typisches, was das auch sehr mächtig und sehr interessant macht. Wenn ich diesen Algorithmus verwende, bei dem Graphen zusammengeklebt werden, wirklich die Knoten der Graphen miteinander identifiziert werden, dann habe ich als Ergebnis nicht eine neue Merkmalstruktur, die irgendwie alles enthält, sondern die beiden einzelnen Strukturen werden tatsächlich miteinander verknüpft. Es gibt jetzt nur noch eine zusammenhängende Merkmalstruktur und das Objekt, die Objektnominalphrase, die vorher rechts stand, die ist jetzt eine Teilstruktur von der großen Struktur geworden. Die ist, wenn wir es uns nochmal anschauen, die ist praktisch hier in der Subcut mit eingebettet worden. Wir wissen aber, weil praktisch dieser Knoten mit dem durch eine Identifikation von dem und dem hervorgegangen ist, dass hier tatsächlich nochmal eine Wurzel von der entsprechenden Teilstruktur für die Objekte enthalten. So, das ist also der Algorithmus, wenn Sie irgendeine Identifikation durchführen sollen und das so machen, kann eigentlich gar nichts schief gehen. Die Regeln sind nämlich auf dieser Graphenebene wirklich ganz einfach. Durch dieses Zusammenkleben, jetzt kommen wir eigentlich zum spannendsten Teil der Merkmalstrukturen. Das ist da, wo Sie manchmal etwas unintuitiv werden und auch nicht mehr ganz so einfach sind, also sich wesentlich von den Merkmalsbündeln unterscheiden. Durch dieses Zusammenkleben von Merkmalstrukturen kann etwas entstehen, was man als Koreferenz bezeichnet, nämlich, dass die Strukturen nicht mehr, wie es bis jetzt immer war, solche Bäume sind. Also ein Baum ist ja ein Graph, der einfach immer nur verzweigt, von der Wurzel ausgehend immer in eine Richtung verzweigt, bei dem aber Äste nie wieder zusammenwachsen. Also der kann sich hier beliebig weiter verästeln, aber im Baum kommt es nicht vor, dass irgendwann, dass das auch mal wieder zu einem anderen, also dass sich da mehrere Pfade wieder zusammen, wieder treffen, wieder zusammen. Wenn wir aber jetzt solche Unifikationsalgorithmen anwenden, dann kann das tatsächlich passieren. Und das, was wir hier haben, wird auf Deutsch manchmal als Koreferenz bezeichnet, auf Englisch als Re-Entrancy. Also ich habe gestern noch länger gesucht nach einem passenden deutschen Begriff. Die Mehrheit der Autoren scheinen Koreferenz zu verwenden. Die meisten sind aber eigentlich nur mit dem englischen Begriff Re-Entrancy vertraut. Also Re-Entrancy oder Koreferenz bedeutet einfach, dass ich das gleiche Merkmalsbündel, nämlich das hier, unter mehreren Pfaden ansprechen kann. Nicht nur als Agreement, sondern auch über diesen anderen Pfad. Das würde hier jetzt natürlich keinen Sinn machen, aber wir sehen gerade noch sinnvollere Sachen. Und hier zum Beispiel auch mal ein Beispiel. Sinnvoll könnte es zum Beispiel sein, wenn ich Subjekt-Verb-Kongruenz, also wir haben ja Subjekt-Verb-Kongruenz bezüglich Numerus und Person, das kann mir eine Grammatikregel schreiben, aber in vielen Grammatikformalismen versucht man viel mehr über die Lexikon-Einträge zu machen. Also die Grammatikregeln sehr allgemein zu halten, nicht mal sowas wie Subjekt-Verb-Kongruenz vorzuschreiben, sondern eigentlich alles von den Lexikon-Einträgen auszumachen. Das heißt, meine Merkmalstruktur für die Verbphrase mal ganz deutlich zu machen, wenn ich hier den Satz aus Subjekt und Verbphrase zusammensetze, dann möchte ich nicht explizit hinschreiben, dass Subjekt- und Verbkongruenzmerkmale miteinander kompatibel sind durch so eine Gleichung, sondern möchte das irgendwie in diese Merkmalstruktur reinpacken. Und das kann man zum Beispiel so machen, dass ich hier ähnlich zu dem, wie ich es mit Subcut gemacht hatte, für das Objekt des Verbs, kann ich hier ein Subject-Feature einführen, das letztlich auch wieder ein Template ist, was das Objekt beschreibt. Dass ich also wieder allgemeiner sage, meine Satzregel sollte eigentlich so aussehen, ich möchte mich gar nicht festlegen, dass das Subjekt hier eine Nominalphrase ist, sondern das ist irgendeine Konstituente. Und ich habe dann beim Verb einen Subject-Eintrag, der mir wieder so eine Schablone für das Subjekt gibt, der eben beschreibt, was das Subjekt für Eigenschaften haben muss. Ich habe es hier gleich mal als Graphenstruktur dargestellt, weil das meiner Ansicht nach eben wieder besser nachvollziehbar ist.
Also hier habe ich, das ist jetzt die Merkmalsstruktur für diesen, für diese Verbphrase, Verbphrasenkonstituente, Kategorie Verbphrase und unter Subject dann hier eine Merkmalsstruktur, die die Einschränkung stellt, nämlich Kategorie ist Nominalphrase. So, das Problem ist, bei dem Objekt, da habe ich ja einfach Agreement angeben können in dieser Struktur, nämlich, dass ein Akkusativobjekt erwartet wird. Beim Subjekt weiß ich zwar, dass Nominativ erwartet wird, aber ich weiß nicht, welche Numerus, welche Person erwartet wird, denn das hängt ja von der Form des Verbs ab. Das heißt, was ich hier in die Schablone schreiben muss, ist eben gerade nicht ein spezieller Wert, wie beim Objekt, sondern diese Gleichheit, dass das in Numerus und Person das Subjekt mit der Verbphrase übereinstimmen muss. Und das kann ich jetzt durch solche Koreferenz erreichen, indem ich nämlich hier den Agreement-Eintrag, das Agreement-Feature von dieser Subjektschablone, das ist einfach ein Verweis auf den Agreement-Eintrag der Verbphrase. Ich habe also eine Koreferenz zwischen dem Agreement der Verbphrase selbst, das ist dieser Knoten, und dem Agreement der Schablone für das Subjekt. Und damit ist sichergestellt, egal was hier reinkommt, dass das Subjekt immer mit übereinstimmen muss. Denn wenn ich jetzt mit dem Subjekt nachher mit diesem X unifiziere, also ich will nachher dieses X hier mit dieser Schablone, also mit diesem Knoten unifizieren, und wenn ich dann Agreement unifiziere, dann habe ich, da ich da ja schon die Koreferenz habe, wird es dann mit diesem Knoten identifiziert, muss also automatisch mit der Verbphrase auch übereinstimmen. Und das ist eigentlich das, was diese Merkmalsstrukturen so mächtig macht. Dadurch kriegen wir etwas, was über reine Bündel, also man hätte vieles von dem, was wir jetzt machen, wahrscheinlich auch durch Merkmalsbündel mit geeignetem Zugriff auf geeignete Timing so beschreiben können. Aber das ist eine echte Erweiterung, die wesentlich mächtiger ist als rein Merkmalsbündel. So, Linguisten mögen diese Graphennotation weniger, die sind mit diesen Attribut-Wert-Matrizen viel mehr vertraut. Deswegen ist es üblich, vor allem in sprachwissenschaftlichen Texten auch, Merkmalstrukturen als Attribut-Wert-Matrizen zu schreiben. Dafür brauchen wir aber jetzt irgendeine neue Notation, denn bei Graphen ist es ja einfach, solche Koreferenzen dadurch darzustellen, dass Pfade zusammenlaufen. Aber in der Attribut-Wert-Matrix, da habe ich hier Kategorie Cat, dann habe ich hier einen Agreement-Eintrag und dann habe ich hier Subject. Das ist irgendwie mit der Kategorie NP. Aber dann ist ein Agreement da und das, was ich jetzt hier reinschreibe, also diese Teilstruktur und diese Teilstruktur, die sind identisch. Das ist die Reentranz. Das heißt, das kann ich aber in dieser Matrix-Darstellung nicht zeigen. Und deswegen behilft man sich da mit Koreferenzlabeln. Ich kann also diesen Teilstrukturen dann doch Namen geben. Ich habe vorhin gesagt, die haben keine Namen. In Fällen von Koreferenz muss ich denen Namen geben. Das wird normalerweise gemacht, indem man so eine Zahl in eckigen Kästchen davor schreibt. Also damit kriegt diese Teilstruktur hier oder dieser Knoten eigentlich das Label 1. Und an allen anderen Stellen, wo ich dann eine Koreferenz drauf habe, wird hier nur noch das Label reingeschrieben, also die 1 in dem Fall. Also, wobei es eigentlich unerheblich ist, an welcher Stelle ich die Struktur ausschreibe. Also sie wird einmal ausgeschrieben, das könnte auch nicht genauso gut hier unten sein. Ich habe mich jetzt für oben entschieden. Und an der anderen Stelle wird nur die Koreferenz eingefügt. Also hier ausgeschrieben und hier unten die Koreferenz. Wichtig ist, die Beschriftung dazu, weil ich glaube, dass man eben diese Graphenstruktur wesentlich besser im Überblick behält, ist wichtig, dass sie einfach von solchen Attribut-Wert-Matrizen mit Koreferenz das Ganze in Graphen übersetzen können, dann ist alles klar, wenn sie den haben. Ich fand es immer sehr schwierig, sich klarzumachen, was eigentlich die Unifikation, wie die Unifikation in solchen Fällen abläuft. Wenn Sie es als Graph darstellen und einfach Knoten von dem Graphen zusammenkleben, dann ist es überhaupt keine Frage.
dann ist es eine ganz einfache Prozedur. Deswegen finde ich es sehr wichtig, dass man immer diese Übersetzung machen kann und meistens auch vorteilhaft zu machen. So, jetzt haben wir eigentlich so schon ziemlich alle Bausteine, die wir brauchen, um eine vollständige, vollwertige Merkmalsgrammatik zu entwickeln. Da gibt es jetzt nur noch zwei Sachen. Also es gibt noch eine wesentliche Option, die wir haben, wie man diese Grammatik umsetzen kann, vor allem wie man den Unifikationsprozess implementiert. Was ich gerade gezeigt habe, ist das, was ich als Verknüpfungsprozess bezeichne. Also man wirklich die Graphen nimmt und dann Knoten zusammenklebt, also die Graphen wirklich miteinander verknüpft. Dadurch entstehen dann miteinander eigentlich ein großer verknüpfte Graphenstruktur, die eben oft auch Koreferenz bedeutet, bestimmte Arten von Koreferenz, entweder innerhalb desselben, also was wir hier haben, ist ja eine Koreferenz innerhalb einer Merkmalstruktur. Beim Beispiel vorher haben wir eigentlich eine Koreferenz zwischen mehreren Merkmalstrukturen, wo nachher beide zusammengeführt sind. Genau, das ist auch der übliche Ansatz für Implementierung. Also J&M steht hier aber für Druskin-Martin, das, was ich Ihnen ja so als Lehrbuch, als begleitendes Lehrbuch empfohlen hatte. Können Sie nachlesen, die beschreiben es auch als den üblichen Ansatz, beschreiben den Ansatz auch etwas detaillierter. Eine Alternative wäre, gerade wenn man so Bottom-up-Parsing betreibt, dass man eben doch nicht verknüpft, sondern sagt, was ich mache, ist einfach nur Konsistenz überprüfen und dann wird durch die Unifikation also was Neues erzeugt. Dann wird also, man könnte mathematisch so darstellen, bei der Verknüpfungsansatz ist A und B eigentlich eine Art Funktionsaufruf, der die Strukturen A und B verändert. Keine neue Struktur erstellt, sondern diese beiden Merkmalstrukturen miteinander verknüpft und dabei auch die ursprünglichen Strukturen verändert. Der andere Ansatz ist, dass wir es als eine Operation sehen, die die Argumente unverändert lässt und einfach eine neue Struktur erstellt, eine komplett neue Struktur erstellt, die die verknüpfte Information enthält. Dieser Ansatz findet sich zum Beispiel in der Implementierung in NLTK, mit der Sie auch Übungen machen werden. Deswegen müssen Sie hier ein bisschen hin und her schalten zwischen verschiedenen Konzepten. Also dem Konzept, das wir hier haben, was eigentlich das Gängige in der Computerlinguistik ist, und dem Konzept, das NLTK verwendet, bei dem Verknüpfung als Operation, Unifikation als eine Operation interpretiert wird, die neue Strukturen erstellt. Bei Verknüpfung kriegen wir eben diese Koreferenzen. So, hier nochmal als Beispiel, wie Koreferenzen durch Unifikation entstehen. Wenn ich also jetzt Subjekt-Verb-Kongruenz wieder jetzt mit also über die Produktion prüfen will, dass ich diese Bedingungen in der Produktion habe, dass Agreement-Informationen von Subjekt und Verbphrase übereinstimmen muss, wird das Ganze ja als eine Unifikation, also in dem Sinn als Unifikationsaufforderung interpretiert. Das heißt, wir verknüpfen jetzt diese Teilstruktur mit dieser Teilmerkmalstruktur, beziehungsweise im Graphen diesen Knoten müssen diese Knoten und dieser Knoten gleichgesetzt werden. Und das sehen Sie jetzt ist nämlich, das ist, was wir vorhin im Beispiel noch nicht so direkt hatten. Hier werden jetzt wirklich Teilgraphen identifiziert. Vorher hatten wir den kompletten Graphen als Teilgraphen eingebaut praktisch, aber jetzt werden von beiden Strukturen nur Teilgraphen genommen, die miteinander identifiziert. Ist sehr einfach, Numerus stimmt überein, die beiden anderen Merkmale kommen nur in einem vor, das heißt, das ist jetzt trivial, was entsteht, aber das wesentlich Neue ist, dass dadurch die beiden Merkmalstrukturen, die beiden Graphen miteinander verknüpfen. Jetzt gibt es nicht mehr zwei separate Graphen, diese Merkmalstrukturen, sondern es gibt nur noch einen Graphen, in dem sind immer noch beide Merkmalstrukturen ablesbar, nämlich aus den beiden Wurzelknoten. Also dieser Graph hat jetzt ja auch nicht nur eine Wurzel, wie sonst immer die Merkmalstrukturen haben, sondern mehrere Wurzel. Und jede Wurzel steht für eine der ursprünglichen Merkmalstrukturen. Aber es ist alles ein zusammenhängender Graph, das heißt, die sind nicht mehr unabhängig voneinander, sondern verknüpft und das bezeichnen wir auch als Koreferenz. Das ist eine Koreferenz, die eben über verschiedene Merkmalstrukturen hinweggeht. In der englischen Begrifflichkeit unterscheidet man hier noch zwischen dem, was wir vorhin hatten, als
also pro Referenz als mehrere hin. Koreferenz als mehrere Pfade, die sich wieder treffen. Das wird als Reentrancy bezeichnet. Also das ist Reentrant. Und der Fall, den wir jetzt haben, nämlich Koreferenz als Pfade aus verschiedenen Strukturen, die in eine gemeinsame Teilstruktur führen, das wird als Structure Sharing bezeichnet. Also weil hier eigentlich nicht Pfade haben, die sich erst trennen und wieder zusammenlaufen, sondern weil zwei verschiedene Pfade zusammenlaufen. Es ist vielleicht ganz gut zu wissen, dass es die Unterscheidung gibt, damit man es auch konzeptuell trennen kann. Es gibt aber viele Ähnlichkeiten und deswegen verwenden wir im Deutschen eigentlich für alles den Begriff Koreferenz. Also wir reden hier immer nur von Koreferenz, aber es ist gut, sich darüber im Klaren zu sein, dass da eigentlich zwei verwandte, aber doch verschiedene Phänomene drunter gefasst werden. So, das wollen wir natürlich auch in der Attribut-Wert-Matrix darstellen können. Hier sieht es aus, hier setze ich das so gleich, aber diese Attribut-Wert-Matrix und dieser Graph beschreiben zwei verschiedene Situationen. Das sind nämlich die Originalen noch und hier wurde die Unifikation für die Agreement-Feature noch nicht durchgeführt. Jetzt könnte man denken, okay, beide haben ja jetzt Numerus, Person und Zeit, ein Tempus. Also könnte ich einfach hier noch Tens dazu schreiben und hier noch Person dazu schreiben und dann hätte ich das wiedergegeben. Das stimmt aber nicht, denn wenn ich an beiden Stellen genau dieselben Merkmale aufschreibe, dann sind es zwei getrennte Strukturen. Also in der Graphennotation ist es ganz klar, dann hätte ich zweimal diese Struktur, einmal in diesem Graphen und einmal in diesem Graphen, aber es sind zwei getrennte Strukturen. Und zudem kann ich auch später noch getrennt weitere Merkmale hinzufügen, die sich dann auch widersprechen können. In diesem Graphen kann ich aber nicht zu einer der Agreement-Strukturen Merkmale hinzufügen, denn es ist ja die gleiche. Sobald ich hier ein Merkmal hinzufüge, ist es automatisch auch hier mit drin. Das heißt, um das angemessen darzustellen, brauche ich auch wieder solche Koreferenzverweise, die jetzt aber zwischen verschiedenen Attribut-Wert-Matrizen gehen. Also ich führe die gesamte Struktur an einer Stelle aus, gebe da wieder so ein Label und führe dann in der anderen Attribut-Wert-Matrix nur noch das Label aus. Klappt natürlich nur, wenn Sie die nebeneinander stehen haben oder so, dass man noch weiß, wo die Label dazu gehören. So, und jetzt haben wir wirklich alle Bausteine, die wir für die Merkmalsgrammatik brauchen. Wir werden die Merkmalsgrammatik jetzt auch gar nicht komplett einführen, sondern eigentlich nur in einem Beispiel zeigen, wie so eine Grammatik aussehen kann und wie man damit einen einfachen Satz analysieren könnte. Und dann schauen wir uns noch ein bisschen an, wie die Grammatik in NRTK formuliert wird. Damit werden Sie dann nämlich tatsächlich praktische Übungen machen und auch in einfachen Beispielen versuchen, zum Beispiel Kongruenzüberprüfungen mit Merkmalsgrammatiken zu lösen. Sie werden feststellen, dass es wesentlich angenehmer ist, das zu formulieren, als es mit kontextfreien Grammatiken zu formulieren. Also ich verwende hier den Begriff Merkmalsgrammatik. Die wesentlichen Bausteine der Grammatik sind Merkmalstrukturen und der Unifikationsoperation, wie wir ja gesehen haben. Deswegen werden die im Englischen auch Feature Unification Grammars genannt. Also da werden Merkmale und Unifikation genannt. Das gibt die Abkürzung FUG für Feature Unification Grammar, kurz oft manchmal auch als Feature Grammar bezeichnet. Die sind jetzt nicht ganz verschieden von der kontextfreien Grammatik, denn sie basieren immer noch auf Produktionen, die wie bei der kontextfreien Grammatik aussehen und die meistens auch syntaktische Kategorien vorgeben. Also in den meisten Fällen führt man es dann doch nicht ganz so streng durch mit diesem Verbphrase besteht aus Verb plus X, sondern formuliert kontextfreie Regeln. Die Satz besteht aus Nominalphrase und Verbphrase und gibt nur die zusätzlichen Einschränkungen in Form der von solchen Merkmalsgleichungen an. Diese kontextfreie Grammatik ohne die zusätzlichen Bedingungen, die wird oft als ein Context-Free Backbone bezeichnet. Sozusagen das Rückgrat der Grammatik, das Skelett der Grammatik ist eigentlich kontextfrei und die Merkmalsstrukturen und Regeln dienen und Einschränkungen dienen dazu,
weitere Bedingungen zu stellen, um zum Beispiel Konkurrenzen abzuprüfen. Genau, und das sind immer Gleichungen, die dann als Unifikation betrachtet werden. Sie könnten jetzt denken, naja, Sie können sagen, ja, also es stimmt nicht ganz, wir haben ja einerseits so Unifikationsanweisungen wie NA Agreement muss gleich zum Agreement der Verbphrase sein. Aber dann gab es doch auch noch, wir haben immer auch Beispiele, wo wir einfach bestimmte Werteinstellungen gestellt haben. Also dass ich dann zum Beispiel bei der Objekt bei unserer ersten Regel für ein transitives Verb, da haben wir einfach formuliert, die Nominalphrase muss akkusativ sein. Also NP, die Objektnominalphrase, Ager, Case. Und da habe ich jetzt keine Unifikationsanweisung, sondern einfach einen festen Wert, nämlich akkusativ. Aber wenn Sie sich jetzt an den Unifikationsalgorithmus erinnern, dann habe ich hier links stehen, also das ist der NP-Knoten, die gesamte Merkmalstruktur. Dann habe ich Agreement, Case. So. Und das ist der Wert, den der Pfad, die Position, der Knoten, den der Pfad auswählt. Und dieser Knoten soll unifiziert werden mit dem einfachen Merkmalswert akkusativ. Kann ich auch schreiben als Graph, da ist es dann einfach kein innerer Knoten, sondern so ein Blattknoten ab. Und das ist natürlich möglich, dann schreibe ich einfach den Wert rein. Also tatsächlich kann man das formal als, auch als Unifikation sehen und diese Gleichungen beschreiben tatsächlich immer Unifikationen. So, also das sind die Phrasenstrukturregeln, die lexikalischen Regeln. Da wird immer für jeden lexikalischen Eintrag, für den Lexikon-Eintrag, eine volle Merkmalstruktur spezifiziert. Also da steht auf der linken Seite dann immer die komplette Merkmalstruktur, die eben die lexikalischen Eigenschaften beschreibt. So. Wie gesagt, wir schauen uns das jetzt vor allem am Beispiel an. Da habe ich mir den wunderbar komplexen Satz The Sheep Likes Me ausgesucht. Was Sie jetzt sagen wollen, das ist ein sehr unrealistischer Satz, habe ich hier den Gegenbeweis. Das gibt Schabi, die zumindest meine Tasche, die ich damals hatte, sehr gerne mögen. So können die lexikalischen Eindrücke, wir nehmen uns jetzt, wir haben ja noch eine Viertelstunde Zeit dafür, können uns also Zeit nehmen, die Grammatik, die lexikalischen Einträge und den Analyseprozess genau nachzuvollziehen. Also hier habe ich für Artikel- und Substantiv-Einträge, die unterspezifiziert sind. Ich weiß, Artikel und Substantive können nur in der dritten Person, können eigentlich nur eine Nominalphrase in der dritten Person bilden. Aber sowohl der Artikel als auch das Substantiv Sheep kann sowohl Plural als auch Singular sein. Es ist also bezüglich des Numerus unterspezifiziert und deswegen habe ich hier keinen Numerus-Eintrag in den Konkurrenzmerkmal. Ein Pronomen steht ja für eine komplette Nominalphrase und hat auch die folgenden Konkurrenzmerkmale. Neben Numerus und Person, erste Person Singular, habe ich hier auch die Akkusativmarkierung, sonst würde hier im Nominativ würde hier I statt Me stehen. Und schließlich fürs Verb haben wir jetzt mal so eine Grammatik, die diesen Subcut-Ansatz verfolgt. Kategorie Verb, dann die ganzen Kongruenzmerkmale. Sie sehen, wir machen hier den Trick, dass wir wollen hier die Subjekt-Verb-Kongruenz komplett durch diese Gleichung erfassen. Die Alternative, die wir haben, ist entweder zu sagen, ich gleiche nur Subjekt und Verb Konkurrenzmerkmal ab, oder ich stelle zusätzlich die Anforderung, dass das Subjekt im Nominativ stehen muss. Also ob ich das in die Regel oder sozusagen in diese Regel verlage, die Anforderung oder in die Verbphrase. Hier habe ich den Fall, wo wir auf die zweite Bedingung verzichten können. Dann muss aber ein Verb als Kasus nominativ markiert sein. Also das ist sozusagen implizit die Erwartung des Verbs an den Subjektkasus. So, und schließlich das Subcat-Feature, was uns eine Schablone für das erwartete Objekt gibt, nämlich eine Nominalphrase im Akkusativ. Okay, und jetzt wenden wir der Reihe nach Regeln an. Also so wie es im... Wir haben es leider nicht so ausführlich darüber gesprochen bei den kontextfreien Grammatiken.
Im Prinzip gibt es zwei Arten, wie man in kontextfreien Grammatiken Sätze analysieren kann, also Parsing machen kann. Der eine Ansatz ist top-down, da gehen Sie von der Wurzel aus, von dem Startsymbol und erzeugen praktisch von oben nach unten einen passenden Baum. Da müssen Sie entweder raten, welche Produktion man jeweils anwenden muss, um den zu erzeugen, oder eben alle möglichen Bäume durchprobieren. Das ist das, was man in der Ableitungskette eigentlich macht. Also die Ableitung, die ich da gezeigt hatte, das ist so ein Top-Down-Prozess, bei dem man vom Startsymbol ausgeht und dann nach und nach diesen verzweigenden Analysebaum erstellt. In den meisten Fällen ist es für einen Computer viel naheliegender, ein Bottom-Up-Parsing durchzuführen. Da geht man von den Blättern des Baumes aus, also den Wörtern in unserem Fall, und versucht dann immer aufeinanderfolgende Konstituenten zusammenzuführen. Denn so eine kontextfreie Regel sagt ja, eine Folge von zwei Konstituenten NP und VP bildet, kann wieder eine Konstituente von der Kategorie S bilden. Also beim Top-Down-Parsing werden die Regeln von links nach rechts gelesen. Wenn ich hier eine Konstituente S habe, dann kann die bestehen aus Nominalphrase, gefolgt von Verbphrase. Beim Bottom-Up-Parsing, das wir in der Computerlinguistik meistens betreiben, gehe ich von rechts nach links. Ich suche mir eine passende Folge von Konstituenten. Ich weiß, ich muss also im Prinzip alle rechten Seiten von Regeln durchschauen. Und wenn ich dann irgendwo eine Folge von Konstituenten habe, die auch in meiner bisherigen Analyse vorkommen, in dieser Reihenfolge, dann kann ich daraus eine größere Konstituente machen, wie der Kategorie, die auf der linken Seite steht. Das heißt, hier haben wir jetzt Konstituenten Artikel, Substantiv, Verb und NP. Ich brauche jetzt eine Produktion, bei der auf der rechten Seite irgendeine Abfolge von diesen Konstituenten steht. In unserer Grammatik haben wir zum Beispiel diese Produktion, Verbphrase besteht aus Verb- und Nominalphrase, die auf die Abfolge dieser beiden Konstituenten passt. Also die rechte Seite beschreibt diese beiden Konstituenten. Also kann ich die Regel anwenden, sofern die zusätzlichen Merkmalsbedingungen erfüllt sind. Also das Context-Free Backbone passt hier, Verb- und Nominalphrase. Jetzt muss ich noch diese beiden zusätzlichen Bedingungen anwenden. Die eigentliche Bedingung hier ist die erste Gleichung, nämlich dass dieses Subcat-Schablone übereinstimmt mit der Nominalphrase, die, also das ist die Erwartung ans Objekt. Hier steht das Objekt oder die Nominalphrase, die tatsächlich nach dem Verb gefunden wurde. Und jetzt ist zu überprüfen, dass tatsächlich die Schablone zu der vorhandenen Nominalphrase passt. Also die Anweisung hier ist V-Subcat, ist diese Teilstruktur, ich mache es mir gleich ein, diese Teilstruktur mit der kompletten Merkmalstruktur der Nominalphrase zu unifizieren. So, wenn Sie es jetzt zu Hause nochmal genau nachvollziehen wollen und es nicht sofort klar ist, was passiert, malen Sie sich das Ganze, malen Sie sich die beiden als Graphen auf und dann fangen Sie an, Knoten zusammenzukleben, dann sollte es völlig problemlos sein. So, wenn wir es hier nachvollziehen, eigentlich ist es hier sehr einfach. Cat passt überein, ist Nominalphrase, Agreement haben beide. In dem gemeinsamen Feature Case stimmen die Teilstrukturen überein. Person und Numerus gibt es nur hier. Das heißt, das Ergebnis der rekursiven Unifikation der Unterstrukturen ist genau diese Struktur mit Case, Person und Numerus. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist sicherzustellen, dass die jetzt auch wirklich verknüpft sind. Das heißt, ich darf jetzt nicht einfach hier Case, Person und Numerus dazu schreiben, sondern ich muss eine Koreferenz einführen, also die einmal ausführen, zum Beispiel hier eine 1 davor schreiben. Und hier diese Struktur durch die Koreferenz mit der 1 ersetzt. So, das ist das eine. Das ist sozusagen die erste Bedingung. Und das ist jetzt, Sie sehen, das ist nicht der Ansatz, bei dem man einfach immer neue Strukturen erzeugt, sondern da, wo wirklich durch die Unifikation die bestehenden Strukturen verändert und miteinander verknüpft werden. Also wir haben jetzt eigentlich zwei Graphen in einen Graphen. Wenn das die einzige Bedingung wäre, dann würde passieren, dass ich hier das Verb habe und die Nominalphrase, da kriege ich dann auch die Koreferenz hier unten rein, und dann würde ich aber einfach drüber die Verbphrase einführen und das wäre eine Merkmalstruktur, die einfach nur eine Verbphrase beschreibt.
Denn es gibt, also hier ist nichts drin, was sagt, dass irgendwelche Informationen, die hier unten drin steht, auch in die Verbphrase übernommen werden sollen. Das muss immer explizit gemacht werden. Also wenn links, wenn da links nur eine Kategorie steht, wird einfach eine neue Konstituente eingeführt, die nur die syntaktische Kategorie als Merkmal hat. Dieses explizite Übernehmen von Informationen ermöglicht uns aber auch nur, die relevante Information zu übernehmen. Zum Beispiel ist diese Subcard-Information eigentlich auf der höheren Ebene nicht mehr relevant. Also eine Verbphrase sollte eigentlich keinen Unterschied machen, ob die transitiv ist oder intransitiv. Die sollten sich im Satz alle gleich verhalten. Also es ist nur die innere Struktur, aber eigentlich sollten alle Verbphrasen austauschbar sein. Was relevant ist, ist aber diese Agreement-Information. Deswegen muss ich sicherstellen, dass diese Agreement-Merkmale vom Verb, die ich ja für die Subjekt-Verb-Konferenz brauche, in die Verbphrase übernommen werden. Und dazu dient diese zweite Gleichung. Also die Gleichungen, die wir in der Merkmalsgrammatik schreiben, sind nicht nur irgendwelche Einschränkungen zur Konkurrenzüberprüfung, zum Abgleich, dass Sachen miteinander konsistent sind, sondern oft dienen sie einfach dazu, Informationen von kleineren Konstituenten in größere Konstituenten hochzuziehen. Auch das ist wieder eine Unifikation, also Structure Sharing. Das heißt, hier oben kommt nicht eine Kopie rein von der Agreement-Information, die hier unten steht, sondern es ist wirklich ein direkter Verweis, also eine Koreferenz. So, wenn wir das alles umsetzen, das können wir jetzt in diesem Parsebaum natürlich sehr schön schreiben mit den Koreferenz-Labeln. Dann habe ich hier schon angesprochen, die Subcat, beziehungsweise genau, ich habe eigentlich Blödsinn erzählt, nicht das Agreement, hier ist Koreferent, sondern die ganze Subcat-Struktur wird ja gleichgesetzt. Das heißt, wenn ich hier das reingeschrieben hätte, wie ich es gerade gesagt habe, dann wäre es falsch gewesen, weil dann das und das nicht gleichgesetzt worden wäre. Also der ganze Subcat-Wert hier ist eine Koreferenz auf die Objektnominalphrase und das Agreement der Verbphrase ist einfach ein Verweis auf das Agreement im Verb. Es ist völlig unerheblich, ob ich das da unten ausschreibe oder hier oben ausschreibe. An irgendeiner Stelle muss es ausgeschrieben werden. Ich habe es jetzt oben hingeschrieben, weil man sozusagen für den weiteren Schritt leichter sehen kann. Aber das ist formal völlig äquivalent. Machen wir mal auf der linken Seite weiter. Die Folge von Artikel und Substantiv bildet die Nominalphrase. Also werde ich hier eine neue Kategorie Nominalphrase einführen. Dabei muss allerdings Kongruenz der, also Casus Numerus Genus Kongruenz und im Englischen Numerus Kongruenz überprüft werden, indem wir Agreement von Artikel und N gleichsetzen. So. Da ist jetzt aber, schreibe ich mal kurz hin. Also die eigentliche Bedingung hier ist Artikel Date Agreement gleich N Agreement. Wie immer als Unifikation zu deuten. So, wir werden diese Agreement-Information aber natürlich auch noch bei der Nominalphrase hier oben brauchen, um es mit der Verbphrase abzugleichen. Also Sie sehen, die Merkmalsgrammatik hat etwas gemein mit kontextfreien Grammatiken, dass die Regeln nicht tiefer reinschauen können in den Baum. Wenn ich hier eine NP und eine VP zusammenfüge, dann kann ich zwar mit meinen Merkmals, mit diesen Pfaden, die Constraints angeben, die geprüft werden müssen zwischen Merkmalen, aber nur in Merkmalen, die in diesen Strukturen vorhanden sind. Ich kann nicht reinschauen, was in dem Baum noch drunter steht. Deswegen muss alle Informationen, die benötigt wird, immer mit hochgezogen werden. Also in dem Fall werden die beiden gleichgesetzt. Die Information, die ich hier oben haben will, ist aber natürlich weniger das Kongruenz vom Substantiv noch die vom Artikel, sondern die zusammengeführte Information. In vielen Fällen, also wenn ich jetzt hier The Dogs hätte statt Sheep, dann würde ich hier Pluralinformation kriegen. Wenn ich hier One Sheep hätte, dann würde ich vom Artikel, von der Zahl, die Numerusinformation kriegen.
Das heißt, es macht keinen Sinn, nur die eine zu nehmen. Ich möchte die Information natürlich aus allen Komponenten der Nominalphrase zusammenführen. Und das kann ich eigentlich dadurch ausdrücken, dass ich hier eine Dreier-Äquivalenz habe, dass ich die Agreement-Information hier, hier und die von der Nominalphrase alle miteinander unifizieren will. In der Grammatik sind normalerweise keine solchen Dreifachgleichungen erlaubt. Es können immer nur zwei Strukturen gleichgesetzt werden. Deswegen bricht man die Dreifachgleichung halt hier in zwei Gleichungen ein, aus, auf. Und das habe ich. Das könnte man in beliebiger Reihe machen. Hier in dem Beispiel ist es jetzt eben so gemacht, dass ich einmal die zwischen NP und N fordere und einmal die zwischen NP und DET, also immer von oben zu diesem und zu diesem. Und die Äquivalenz oder die Konsistenz der Kongruenzmerkmale von Artikel und Substantiv ergibt sich indirekt, indem man dann durch die Transitivität der Gleichheit. Also so muss man sich auch daran gewöhnen, dass es so zu lesen ist. Wenn ich hier mehrere habe, heißt es, dass natürlich auch die rechten Seiten miteinander unifiziert werden und damit konsistent sein müssen. So, das ist gar kein Problem, da steht eh das Gleiche drin. Nur beim Aufschreiben jetzt wieder darauf achten, dass man die Koreferenz richtig einträgt. Genau, also hier der gestrichelte Pfeil soll hier andeuten, dass sozusagen eine indirekte Unifikation ist, die aus der Kombination dieser beiden Unifikationen entsteht, beziehungsweise über die Nominalphrase erst vermittelt wird. So, jetzt habe ich hier also diese Teilstruktur, dritte Person, die jetzt an drei Stellen auftaucht, hier ausgeschrieben und hier nur durch Koreferenz verwiesen. So. Und damit kommen wir zum letzten Schritt. Nominalphrase und Verbphrase bilden einen kompletten Satz. Und die Bedingung ist eben, dass Agreement, Kongruenz zwischen Subjekt und Verb vorliegt. Also die beiden Agreement-Teilstrukturen miteinander kompatibel sind, was wir wieder durch Unifikation überprüfen. Ich habe es ja schon eingezeichnet. Gleichgesetzt werden also immer die durch die Pfade ausgewählten Teilstrukturen, diese Teilstruktur und diese Teilstruktur. Meine Pfeilchen hier gehen immer an die Wurzeln der Teilstrukturen, die hier jetzt ja schon die Label 1 und 3 tragen. So, das ist auch wieder einfach, um nochmal so Begriffe zu üben. Diese Struktur 3 subsumiert diese Struktur 1. Sie ist die allgemeinere Struktur, die nur die eine Bedingung dritte Person stellt. Die hat dieselbe Bedingung und zusätzliche weitere Bedingungen. Also damit ganz klar unifizierbar. Das Ergebnis der Unifikation ist die komplexere Struktur 1 hier, die ich an irgendeine Stelle reinschreiben muss und vom anderen wieder einen Verweis machen. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen, da ich hier in beiden Stellen schon Koreferenz habe. Also hier sind eigentlich schon dieser und dieser Knoten zusammengeklebt. Hier habe ich die drei Knoten zusammengeklebt. Wenn ich die beiden Knoten jetzt noch zusammenklebe im Graphe, dann kriege ich natürlich was, wo fünf Knoten zusammengeklebt sind. Das heißt, ich muss die Label hier ändern. Also wenn ich das noch mit 1 unifiziere, dann müssen auch diese beiden Label zu 1 werden, direkt auf 1 verweisen, weil es 3 ja dann gar nicht mehr separaten Knoten gibt. Also man macht es nicht so, dass man hier jetzt schreiben würde, 3 ist ein Verweis auf 1, sondern es wird komplett umgelabelt. Hier habe ich 1. Hier steht einmal die Agreement drin und überall, wo ich Agreement habe, bis auf das Objekt, ist es eigentlich nur ein Verweis auf die gleiche Struktur. Also Sie sehen, hier gibt es extrem viel Structure Sharing. Die einzelnen Teilstrukturen, die diesem Parsebaum entstehen, sind sehr eng miteinander verknüpft. Und das ist auch so gewollt in Lagmas-Grammatik. Und hier sehen Sie nochmal den Fall. In dem Fall, für den Satzknoten oben, habe ich jetzt keinerlei Bedingungen gestellt, also keine Information hochgezogen. Also kriege ich jetzt einen neutralen Knoten, der nur die Information hat, dass es sich um Satz handelt. Auch wieder sinnvoll, weil das Innenleben des Satzes eigentlich keine Rolle dafür spielen sollte, wie der Satz in andere Strukturen eingebaut werden kann. Dann das Ergebnis der Analyse ist natürlich auch hier der komplette Parsebaum. Das heißt, um das jetzt weiter zu interpretieren oder Informationen zu extrahieren, kann ich natürlich dann in den Baum reinschauen. Also die Information muss ich nur da hochziehen, wo sie dann auch für Regeln benötigt wird. Oder wenn ich es mir leicht machen will, könnte ich natürlich noch zum Beispiel das Lemma
hier das, das Subjekt, Objekt und Verb irgendwie hochziehen als Lemmata, dann hätte ich die Information für so eine einfache Informationsextraktion direkt an dem einen Knoten immer vorliegen. Kann auch vorteilhaft sein. So. Als letztes hier habe ich nochmal diese zusammenhängende, also bis auf diesen Satzknoten, das ist eine separate Merkmalstruktur, die keine Verbindung hat. Alle anderen Merkmalstrukturen sind jetzt in einen einzigen Graph verknüpft worden. Wenn Sie sich den aufmalen, sieht das so aus. Das heißt, wenn Sie das Ganze mal, also eine gute Übung wäre wirklich, das Ganze nochmal mit Graphenstrukturen nachzuvollziehen. Als Endergebnis sollte so ein Graph entstehen. Ich habe ihn hier auch schon mal gelabelt. Also Sie sehen, hier habe ich das, ich habe sowohl die, ich habe jeden Knoten, taucht in dem Graph wieder auf, jeder Knoten des Passbaumes, also sowohl die Blätter, die What the sheep likes me, als auch die Kategorien, Nominalphrase, Verbphrase. Hier zum Beispiel ist der Knoten, der Wurzelknoten der Merkmalstruktur von sheep. Hier ist der Wurzelknoten der Subjektnominalphrase. Hier ist der Wurzelknoten der Objekt. Hier ist der Wurzelknoten von Artikel the. Hier ist der Wurzelknoten der Verbphrase. Und Sie sehen, die verweisen alle auf den gleichen, verweisen alle auf die, das gleiche Agreement, die gleiche Agreement-Unterstruktur, die wir hier vorhin bei der Verbphrase reingeschrieben hatten. Also da haben wir die hochgradige Relevanz. Und auch von dem Verb haben wir nochmal einen Verweis drauf. Da sehen Sie es tatsächlich 5 Einträge, die alle auf die gleiche Teilstruktur verweisen, das Structure Sharing. Und hier bei Likes habe ich dann entsprechend unter Subcat, das, also das Objekt me, ist dann unter dem Subcat-Feature von Likes eingebettet. Hier sehen Sie vielleicht nochmal einen Vorteil. Also was schön ist zum Beispiel, ist auch, dass wir jetzt hier nicht explizit nochmal eine Nominalphrase über ein Pronomen einführen müssen, weil ich einfach in den Lexikon-Einträgen die volle Struktur vorgeben kann und auch schon direkt Kategorie-Nominalphrase habe. Also so ist es, dass wir das, dieses kontextfreie Backbone nicht so streng trennen müssen oder nicht so streng aufbauen, wie man es oft bei einer kontextfreien Grammatik machen würde. Gut, ich hoffe, es ist soweit schon ganz gut klar geworden, wie eine Merkmalsgrammatik im Prinzip funktioniert. Die schlechte Nachricht, die ich schon angedeutet hatte, ist, dass Merkmalsgrammatiken eigentlich recht schön in NLTK implementiert sind. Das ist ganz toll, die Implementierung von sowas ist nämlich ziemlich aufwendig. Und in NLTK können Sie ganz leicht mit selbst Grammatiken erstellen und damit Sätze analysieren. Das ist wirklich schön. Das Unschöne ist, dass die sich nicht an diesen Standardalgorithmus halten, sondern ganz andere Notationen und auch einen anderen Algorithmus verwenden. Hier sehen wir einen kleinen Ausschnitt aus einer Spielzeuggrammatik. Ich habe es auch schon hochgeladen. Das ist als FCFG Example oder sowas. Dann finden wir ein kleines ZIP-Archiv, das ich in Stuttgart eingestellt habe. Wenn Sie das entpacken, dann kriegen Sie kleine Python-Skripte, mit denen Sie es testen können und eben diese Spielzeuggrammatik Toy English Pong, FCFG. FCFG steht für Feature Context Free Grammar. NRTK nimmt nämlich die Merkmalsgrammatiken Feature Context Free Grammars, deswegen ist es FCFG. Hier sehen Sie ein paar Beispiele für Lexikon-Einträge. Also im Prinzip funktioniert es wie die kontextfreien Grammatiken in NRTK. Wir haben linke Seite, Pfeil und dann rechte Seite. Oberflächensymbole werden in Anführungszeichen gestellt. Also die Zeichen der Grammatik, die Terminalsymbole werden in Anführungszeichen gestellt. Um jetzt Merkmalstrukturen zu definieren, wird tatsächlich die Attribut-Wert-Matrix in Klammernotation geschrieben. Allerdings nicht systematisch die volle Matrix, sondern es gibt wieder die Konvention, dass die Kategorie, das Kategorie-Feature implizit ist und hier einfach als kontextfreie Variable geschrieben wird, sodass es sich gut in die kontextfreien, also auch hier haben wir explizit das kontextfreie Backbone mit der separat geschriebenen Kategorie und allen weiteren Merkmalen, die in die Merkmalstruktur gepackt sind. Genau, das ist, also ich habe hier für die komplexeste, für das Verb likes, nochmal das dann Englisch, es ist, das setzt genau das Beispiel um, was wir auf den vorigen Slides gesehen haben. Das kann vielleicht auch helfen, sich damit vertraut zu machen, wenn Sie es mit dem Beispiel auf den Folien vergleichen. Also das hier, wenn Sie sich durchlesen,
sehen Sie genau, ich habe hier eckige Paare von eckigen Klammern, steht immer für so eine Struktur. Hier die komplette Struktur hat Feature Agreement und Subcat und dann habe ich die Notation Agreement Feature gleich Wert. Und wenn das ein komplexer Wert ist, dann steht da eben wieder eine Struktur in eckigen Klammern, also hier die Agreement-Struktur sind diese eckigen Klammern mit Merkmalen Case, Person, Number. Wenn ich einfache Werte habe, dann steht einfach das ohne Anführungszeichen da. Also Anführungszeichen da für Terminalsymbole. Merkmalswerte, einfache Merkmalswerte, werden einfach ohne Anführungszeichen geschrieben. Es gibt danach gewisse Einschränkungen, Sie dürfen dann keine viele Sonderzeichen sind in diesen einfachen Merkmalswerten nicht erlaubt und so. Am besten halten Sie sich an Zahlen und ASCII-Buchstaben, dann klappt das schon. Eine Einschränkung, die ich hier nicht umsetzen konnte, ist, dass eine komplette Merkmalstruktur in einer Zeile geschrieben werden muss. Also Sie dürfen es nicht, wie es hier aussieht, in zwei Zeilen umbrechen, sondern müssen es tatsächlich in eine einzelne Zeile schreiben. Das ist einfach der Grammatik-Pass in den RTK, der die Grammatik einliest, unterstützt diese Zeilenumbrüche nicht. So, hier unten sehen Sie, da ist nochmal die tiefer verschachtelte Struktur. Für jede Schachtelungsebene, für jede Teilstruktur wird eben wieder ein Klammerpaar eingeführt. So, ich glaube, das ist relativ direkte Übersetzung. Das ist nur extrem schlecht zu lesen, wenn Sie die Grammatik schreiben. Sie können es aber, wie Sie nachher sehen werden, auch die Parsing-Ergebnisse grafisch darstellen und dann kriegen Sie tatsächlich wieder solche Klammerstrukturen, solche Attributwertmatrizen. So. Hier sehen Sie die Phrasenstrukturregeln, die wir verwendet haben. Da sehen Sie, dass die völlig anders aussehen. Die werden nämlich hier nicht als kontextfreie Regel plus Pfadgleichungen beschrieben, sondern so wie wir es ganz am Anfang eigentlich hatten, dass ich sozusagen, dass ich eine Art Template für die Merkmalstrukturen aufschreibe und an bestimmte Stellen ins Template dann Platzhalter eintragen kann. Das ist immer ein Fragezeichen, gefolgt von einem Buchstaben oder was aussieht, ein Bezeichnen in Python sein könnte. Und alle Vorkommen des gleichen Platzhalters werden miteinander unifiziert, werden gleichgesetzt. Beziehungsweise, und das ist auch eben dieser andere Ansatz, wenn Sie diese Regel anwenden, dann werden nicht diese beiden Merkmalstrukturen unifiziert, sondern es wird nur abgeprüft, ob die konsistent sind. Das heißt, hier findet eigentlich gar keine Unifikation statt, sondern nur die Konsistenzprüfung. Unifikation passiert erst dann, wenn Sie die Sache auch auf die höhere Ebene ziehen. Das ist ein Bottom-up-Parser, der fügt die zusammen, überprüft hier nur Konsistenz, lässt die aber unverändert und führt dann einfach eine neue Merkmalstruktur für den Satzboden ein. Bei dieser Regel wird Konsistenz überprüft durch Unifikation, die wird also eigentlich immer ausgeführt, aber weil ich hier in den neuen Elternknoten auch den Platzhalter habe, wird tatsächlich das Unifikationsergebnis gespeichert und hier eingefügt. Also sehe es wirklich, dass Unifikation als Operation, die nur da, wo sie explizit in Elternknoten reingebracht und linke Seite auftaucht, dann auch eine neue Merkmalstruktur erzeugt und es gibt kein Structure Sharing. So, können Sie sich ja dann nochmal in Ruhe anschauen. Sollte eigentlich relativ klar sein, wie die Übertragung hier passiert. Es ist nur eine andere Notation. Teilweise lassen sich Sachen hier sogar schon klarer ausdrücken. Eine Einschränkung ist, weil so die Kategorien implizit sind, kann ich das mit diesem Schema, mit diesem Template für das Komplement des Verbs nicht vollständig umsetzen. Hier habe ich nämlich ein Cat-Merkmal eingeführt, aber diese NP hier ist nicht wirklich als Merkmal repräsentiert, darauf kann man nicht zugreifen. Deswegen kann ich nicht einfach das ganze Element hier irgendwie gleichsetzen. Ich muss explizit sagen, es ist eine NP. Und dann halt nur dann anwenden. Sie sehen, es ist eigentlich so ein Pattern Matching. Also wenn ich hier ein Verb kriege, um diese Regel anzuwenden, überprüft er, dass die Merkmalstruktur von dem Verb mit diesem Template, mit diesem Muster übereinstimmt, dass die, also auch hier wird eigentlich eine Art Unifikation gemacht, um die miteinander abzugleichen. Und dementsprechend werden die Platzhalter Fragezeichen Y, Fragezeichen X, Fragezeichen Y besetzt. Und dann kann ich diese Agreement-Information mit dem Objekt abgleichen.
Sie werden es in Übungen ausführlich machen. Wenn Sie dann ein bisschen damit rumspielen und eigene schreiben, dann wird sowas relativ, sollte das relativ schnell klar werden, wie man damit umgeht. Das ist der Python-Code. Damit werden Sie sich erst im Sommersemester ausführlicher beschäftigen. Nur falls Sie schon mal so in Python rumspielen wollen, sehen Sie, wie eigentlich das Parsing abläuft. Das ist auch als Skript in meiner Beispieldatei enthalten. Also wenn Sie dieses Skript aufrufen, dann liest es die Grammatik ein und führt eine Analyse durch. Sie können dann auch zum Beispiel in der Grammatik kleine Änderungen machen. In dem Skript ist eben der Eingabesatz der She Likes Me festgehalten. Also wenn Sie einen anderen Satz parsen wollen, müssen Sie den im Skript abändern. So, hier unten steht auch noch mit dem Befehl. Hier unten wird dann das ganze Parsing-Ergebnis visualisiert. Die Anzeige sieht dann so aus. Es ist jetzt nicht das Allerschönste, aber die Attribut-Wert-Matrizen sind doch zu erkennen. Und da sehen Sie auch, dass hier keine Koreferenzen entstehen, sondern dass tatsächlich für die Hörerin bei dem Bottom-Up-Parsing einfach nur neue Attribut-Wert-Matrizen erzeugt werden. Das aber, das sieht man hier nicht, weil es eigentlich keinen Fall gibt, wo das passiert. Das aber, wenn ich jetzt zum Beispiel hier noch Numerus-Informationen hätte, würde die tatsächlich hier oben eingefügt. Also mit anderen Beispielen werden Sie sehen, dass die Unifikation tatsächlich vorgenommen wird und dann in den höheren Knoten die größeren Strukturen auftreten. NRTK kann auch Koreferenz behandeln, kann im Prinzip auch Koreferente, also Reentrante, diese Reentrancy, repräsentieren. Allerdings nur, wenn man mit einem anderen Interface direkt Merkmalsstrukturen erzeugt. In diesen Merkmalsgrammatiken wird Reentranz nicht unterstützt. Also den schönen Trick, den wir uns da für das Subjekt-Verb-Agreement überlegt hatten, den können Sie eigentlich nicht damit umsetzen. Also so gesehen ist es eine eingeschränkte Implementierung, die diese ganze Koreferenz zumindest in der Grammatik nicht unterstützt. Wir haben jetzt natürlich nur die einfachsten Grundzüge der Merkmalsgrammatik ansprechen können. Hier ist ein bisschen eine Auswahl von Sachen, die wir nicht gesprochen haben, die auch ganz wichtig sind, wenn Sie tatsächlich Merkmalsgrammatiken, die ein größeres Fragment des Deutschen abdecken, schreiben wollen. Insbesondere gibt es eine Reihe von Grammatikformalismen auf Basis von Merkmalsgrammatik. Also Merkmalsgrammatik ist ähnlich wie kontextfreie Grammatik ja ein Grundprinzip, aber für eine konkrete Implementierung hat man auch spezielle Formalismen. Es gibt ja da viele Sachen, die man entscheiden muss, wie man mit bestimmten Phänomenen umgeht. Ob man solche Bedingungen eher als Constraints in die Regeln schreibt oder man versucht, alles in die Lexikon-Einträge zu packen. Also zum Beispiel Subject-Verb-Agreement, die Information, dass ein Subjekt nominativ sein soll. Soll das Teil der Regel sein? Es geht zu NPVP. Oder ist es eigentlich eine Sache, die ich in den Lexikon-Eintrag von einem Verb oder in die Verbphrase packen will und so. Und dementsprechend gibt es dann verschiedene Formalismen, die diese Entscheidung unterschiedlich treffen. Die heute bekanntesten, Sie sehen, das sind so einige Früharbeiten. Aktuell sind eigentlich zwei Formalismen im größeren Einsatz. HPSG steht für Head-Driven Phrase Structure Grammar und LFG für Lexico-Functional Grammar. Für beide gibt es Implementierungen, für beide gibt es relativ große Grammatiken, die man, glaube ich, auch frei für Forschungszwecke bekommen kann in verschiedene Sprachen. Und beide haben auch noch gemeint, dass sie sehr stark aufs Lexikon setzen. Also da wird viel Information ins Lexikon gepackt und man versucht, die Phrasenstrukturregeln möglichst einfach und allgemein zu halten. Falls Sie ein bisschen noch mehr darüber erfahren wollen, hier noch zwei Literaturtipps. Sie müssen das nicht lesen, also es nicht kann, aber es kann ganz nützlich sein, das Ganze nochmal aus ein bisschen einer Perspektive zu lesen und so ein bisschen Background. Vor allem, wenn Sie sich mit NRTK da schwer tun, dann arbeiten Sie doch mal, hatte ich hier noch nicht aufgeführt als Lehrbuch. Es gibt auch ein Lehrbuch zu dem Natural Language Toolkit, das heißt Natural Language Processing with Python. Wir haben natürlich einige Exemplare in unserer Bibliothek davon. Und es gibt auch eine Online-Version, auf die Sie völlig kostenfrei zugreifen können. Das werden wir im Sommersemester ausführlicher nutzen, aber für jetzt, im Moment könnte es interessant sein, mal einen Blick in Kapitel 9 zu werfen, wo diese Merkmalsgrammatiken auch beschrieben werden. Und da zumindest die Beispiele von Grammatiken sich anzuschauen, um ein bisschen mehr Erfahrung damit zu kriegen. Damit bedanke ich mich. Wir sehen uns zur nächsten Unterricht.